Herzlich willkommen in der Robert-Jungs-Bibliothek für Zukunftsfragen bei der mittlerweile 66. Ausgabe unserer Reihe Projekte des Wandels. Herzlich willkommen hier vor Ort, aber auch zu Hause an den Bildschirmen. Das heutige Thema zur Zukunft von Nord-Süd-Partnerschaften. Unser Gast ist Dr. Jean-Marie Krier. Jean-Marie Krier hat eine Studie zu diesem Thema gefördert vom Land Salzburg gemacht und über die wird er uns heute berichten. Jean-Marie ist sehr lange im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, fairer Handel und so weiter tätig. Er war Geschäftsführer der EZA Fairer Handel. Er war Vorstandsmitglied oder ist es noch von Südwind Salzburg und Mitglied des Entwicklungspolitischen Beirats des Landes Salzburg. Das heißt immer wahr, weil er jetzt in Pension ist und dann einige Funktionen abgegeben hat. Und er ist auch Rechnungsprüfer der Robert-Jung-Bibliothek. Und als wissenschaftlichen Mitarbeiter von Comment, was das ist, wird er dann selber erklären, führt er eben Evaluierungen von Entwicklungsprojekten und vor allem von Projekten von entwicklungspolitischer Bildungsarbeit durch. Und aus diesem Hintergrund ist auch die heute zu präsentierende Studie entstanden. Jean-Marie, herzlichen Dank, dass du da bist und wir sind gespannt auf deine Ausführungen. Kurz zum Ablauf, wir hören zuerst so eine halbe Stunde die Ergebnisse der Studie und dann würde ich unsere weiteren Gäste von Regional- und Städtepartnerschaften aus Salzburg hier noch vorbitten, die dann uns erzählen, was diese Städte- und Regionalpartnerschaften machen. Bitte schauen wir mal. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung und für die lieben einleitenden Worte. Sehr vieles ist in der Vergangenheit bei mir, weil pensioniert, aber ich hoffe, dass ich mit dieser Studie dann doch noch ein bisschen Bewegung und vielleicht Diskussion auch in die entwicklungspolitische Szene in Salzburg hineinbringen kann. Das Thema ist Nord-Süd-Partnerschaften revisited, das heißt sich noch einmal damit auseinandersetzen mit einer Geschichte, mit einer Materie, die schon seit vielen, vielen Jahren ja in Salzburg in der entwicklungspolitisch oder bei den entwicklungspolitisch interessierten Menschen verankert ist. Salzburg hat ja, wie wahrscheinlich sehr vielen doch bekannt sein wird, zwei Städtepartnerschaften mit Städten im globalen Süden, mit León in Nicaragua und mit Singida in Tansania. Und das Land Salzburg hat ebenfalls seit vielen Jahren schon zwei Regionalkooperationen, einerseits mit einer Region in El Salvador, mit San Vicente und andererseits mit der Region Singida in Tansania. Darüber werde ich aber wenig reden, sondern ich werde über anderes reden. Mein Thema ist Nord-Süd-Partnerschaften revisited, also noch einmal draufschauen, und zwar nicht auf alle Partnerschaften, die es zwischen Norden und Süden geben mag, sondern auf Partnerschaften zwischen Gebietskörperschaften hier bei uns im Norden, also Gemeinden, Städten, Ländern, mit Städten, Gemeinden oder auch Ländern im globalen Süden. Mein Vortrag hat grundsätzlich vier Punkte, die ich tangieren möchte. Einerseits geht es einmal darum, was hat den Ausgangspunkt dieser Studie ausgemacht? Wieso macht man überhaupt so eine Studie zu so einem Thema? Dann einen ersten Überblick über die Bestandsaufnahme. Was gibt es überhaupt an solchen Partnerschaften? Und dann aus der Studie heraus einige zentrale Ergebnisse und dann auch so der Versuch, einige Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Wobei es mir wichtig ist zu betonen, die Studie soll Anregungen bieten. Ich bin kein Experte von Nord-Süd-Partnerschaften. Das sind diejenigen Menschen, die seit vielen Jahrzehnten in dem Bereich tätig sind. Ich habe nur versucht, einmal so zu schauen, was gibt es überhaupt in diesem Gebiet? Und das möchte ich als Anregungen halt mit auf den Weg geben. Ausgangspunkt war im Zusammenhang mit meinen entwicklungspolitischen Aktivitäten der letzten Jahre, Jahrzehnte, ist mir immer so ein bisschen aufgestoßen, die Tatsache, dass Salzburg zwar diese Partnerschaften hat, aber andererseits diese Städtepartnerschaften oder Regionalkooperationen
eigentlich kaum breit bekannt sind. Und das ist so der Ausgangspunkt gewesen. Kann man da eventuell etwas machen? Welche Ideen haben vielleicht andere außerhalb von Salzburg in ähnlichen Zusammenhängen entwickelt? Wie kann man insgesamt dieses Thema ein bisschen weiterentwickeln? Wie kann man vielleicht auch einen kleinen Beitrag zu noch mehr Qualität in diesen Zusammenhängen bringen? Und was mir auch wichtig wäre, nachdem ich doch irgendwie mitbekommen habe, viele dieser Partnerschaften sind wirklich schon sehr alt. In vielen dieser Partnerschaften sind teilweise auch älter gewordene Menschen aktiv. Und es ist schon in meinen Augen wichtig, irgendwie diese Erfahrung, diesen Erfahrungsschatz, der sich dort angesammelt hat, nach vielen Jahren, Jahrzehnten des Engagements, den ein bisschen zu heben. Und mir ist es dann auch darum gegangen, nicht nur die Situation in Österreich sich anzuschauen, sondern ein bisschen einen Vergleich auch zu machen, nicht mit ganz Deutschland, das wäre vielleicht ein bisschen zu vermessen gewesen, sondern mit Bayern, das irgendwie von der Größe, Bayern hat 13 Millionen Einwohner, von der Bevölkerungsgröße her doch mit Österreich halbwegs vergleichbar ist. Und dann noch ein wichtiger Punkt. Der Hans hat das in der Vorstellung kurz angedeutet. Ich habe mich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich fast nur mit entwicklungspolitischen Themen auseinandergesetzt, die hier vor Ort, also in Österreich, in Deutschland, im restlichen Europa spielen und nicht so sehr mit Aktivitäten, die im globalen Süden dann zum Tragen kommen. Und deswegen wird auch bei dieser Studie, es geht ausschließlich darum, was im Namen dieser Partnerschaften, im Rahmen dieser Partnerschaften hier bei uns, also in Österreich oder in Bayern passiert, nicht über das, was in Tansania, Nicaragua, El Salvador oder sonst wo passiert. Da können vielleicht nachher die Kollegen dann ein bisschen mehr auch noch dazu sagen. Aber darum ist bei der Studie nicht gegangen. Zur Methode. Grundsätzlich hat es zunächst einmal gegeben, eine Teststudie, also Internetrecherchen, schauen, was gibt es überhaupt an Partnerschaften und wie stellen sich diese auch im Internet dar. Das war einmal ein ganz wichtiger Punkt. Und dann aus dem abgeleitet, wissend, was es da überhaupt gibt, habe ich dann versucht, Personen, die in tragenden Funktionen gewesen sind, zu kontaktieren und habe dann mit 22 Personen, die insgesamt 16 verschiedene Partnerschaften in Österreich und Bayern repräsentieren, Interviews geführt. In Österreich waren es 13 Personen, in Bayern 9. Es wären aus Vereinen 16 Personen, 6 aus Verwaltungen oder aus Städten, aus Gemeindeverwaltung. Und im Schnitt haben diese Gespräche circa 40 Minuten gedauert. Also da gibt es schon einiges, was dort an Erfahrung auch zum Tragen gekommen ist. Was hat sie jetzt gezeigt bei dieser Desk-Studie? Städtepartnerschaften, das ist ja eine Geschichte, die gibt es vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg und damals haben die ganz stark auch die Funktion gehabt, in Europa solche Gemeinden vor allem von Ländern zusammenzubringen, die vorher in kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt waren. Also es gibt sehr viele Städtepartnerschaften zwischen deutschen Kommunen und französischen oder polnischen und so weiter. Wenn man sie anschaut in Österreich, österreichische Kommunen haben insgesamt etwas über 700 Partnerschaften laut Auskunft des Städtebundes. Davon sind nur ganz, ganz wenige außereuropäisch, also 9%. Davon hauptsächlich Japan, USA. Und von diesen 9% außereuropäischen noch etwas weniger als die Hälfte, was wirklich entwicklungspolitische sind. Also der Fokus ist schon eindeutig Europa, ganz wenig außereuropa. Das Gleiche wiederholt sich in Deutschland. Etwas über 5000 Städtepartnerschaften, die man dort finden kann, in so einer zentralen Datenbank, RGRE, das ist der Rat der Gemeinden und Regionen Europas, wo quasi das, was in Österreich Städtebund und Gemeindebund ist, wo das aus den unterschiedlichen Ländern jeweils europaweit zusammengeschlossen ist. Auch für Deutschland ähnliche Größenverhältnisse, circa 10% außereuropäisch,
und davon auch ungefähr die Hälfte entwicklungspolitische Nord-Süd-Partnerschaften. Dann gibt's so diese andere Ebene, also neben Städtepartnerschaft auch Regionalkooperationen in Salzburg. Und das ist wirklich interessant, weil das gibt's in Salzburg, das Salzburger Land hat zwei solche Regionalkooperationen. Mir ist keine vergleichbare im restlichen Österreich untergekommen. Mir ist auch nichts Vergleichbares in Deutschland untergekommen. Also in Deutschland gibt's einige Partnerschaften, die vom Namen her, vom Begriff her vielleicht schon noch vergleichbar wären, also Regionalpartnerschaften oder Länderpartnerschaften, die aber von den Dimensionen her überhaupt nicht mehr mit Salzburg vergleichbar sind. Ich sage nur dieses eine Beispiel, Regionalpartnerschaft Hessen-Provinz Hunan. Provinz Hunan in China hat über 60 Millionen Einwohner. Oder auch das Gleiche gilt für die Provinz Zhejiang in China, die mit Schleswig-Holstein eine Partnerschaft hat, auch über 60 Millionen Einwohner. Das Gleiche nicht ganz in diesen Größenordnungen, aber doch auch von der Substanz her gilt für diese zwei im entwicklungspolitischen Bereich eigentlich sehr oft genannten und sehr präsenten Länderpartnerschaften, Nordrhein-Westfalen mit dem Land Ghana und Rheinland-Pfalz ebenfalls mit dem Land Ruanda. Also da sind viele entwicklungspolitische Organisationen eingebunden und da kann man sicher, wenn man Interesse dran hat, zu Regionalkooperationen weitere Ideen zu kriegen, da kann man sich sicher sehr, sehr viel rausholen, wenn man den Sachen ein bisschen nachgeht. Was bleibt jetzt unterm Strich? Und es ist schon eine relativ aufwendige Geschichte deswegen gewesen, weil alles, was es an Literatur gibt, eigentlich unvollständig ist, teilweise auch falsch ist und es doch einiges an Nachtelefoniererei und an E-Mails bedurft hat, um wirklich einen aktuellen Stand von den jetzt wirklich aktuell Anfang 2022 bestehenden Nord-Süd-Partnerschaften zu bekommen über Österreich und Bayern, weil viele Listen, die so im Umlauf sind, auch wissenschaftliche Listen, die sind einfach nicht aktuell. Und das Ergebnis ist, dass es insgesamt in Österreich und in Bayern zusammen 19 solcher Partnerschaften gibt, davon die zwei Regionalkooperationen des Landes Salzburg und dann 17 Städtepartnerschaften, die vor allem, muss man sagen, doch schon aus den 80er Jahren die allermeisten stammen. Sehr viele von all diesen Partnerschaften beziehen sich acht auf das Land Nicaragua. Also das ist damals einfach wichtig gewesen. Nicaragua hat internationale Solidaritätsunterstützung gesucht, ist auch bei vielen auf fruchtbaren Boden gefallen, unter anderem ja auch in Salzburg. Insgesamt beziehen sich all diese 19 Partnerschaften insgesamt nur auf 8 Länder, was auch interessant ist. Also es gibt einen ganz, ganz starken Fokus durch Nicaragua, El Salvador, Peru und dann in Afrika ist Tansania noch einmal sehr stark vertreten mit 4 Partnerschaften, Burkina Faso 2, Äthiopien, Ghana, Zimbabwe je eine. Dann habe ich mir angeschaut die Internetpräsenz dieser Partnerschaften. Und zwar, nachdem sich die Aktivitäten ja meistens aufteilen auf einerseits Stadt, Gemeinde, Land, andererseits ein Verein, der quasi die Partnerschaft operativ betreut und Projekte auch umsetzt, von beiden, also sowohl von der Gebietskörperschaft als auch von diesem Verein, der das Ganze umsetzt. Und interessant ist, Braunau und die Stadt Salzburg, die stellen ihre Partnerschaften auf ihrer Website überhaupt nicht vor. Jetzt Braunau argumentiert damit, es ist eigentlich keine Partnerschaft, sondern es ist nur eine Freundschaft. Und wenn man dann nachschaut, also es gibt schon sehr gut tragende Organisationen in Braunau, der Verein Initiative Eine Welt oder auch die HTL in Braunau, die machen sehr, sehr viel für diese
Partnerschaft, Schrägstrich Freundschaft. Aber Stadt Salzburg, also da findet man schon etwas, aber keine Darstellung dieser Partnerschaft. Also da ist nirgendwo steht, Stadt Salzburg hat mit, aber es steht auch nicht, dass Stadt Salzburg eine Partnerschaft mit Shanghai oder mit Reims oder sonst was hat. Also kommt ein bisschen kurz. In der Regel sind die Webseiten der zivilgesellschaftlichen Seite aktueller und ausführlicher als wie die von Städten und Gemeinden. Das wären so die zwei Dimensionen, die ich mir angeschaut habe. Wie aktuell sind die Informationen, die geboten werden, und wie ausführlich, also wie umfangreich sind die? Dann kann man auch sagen, wenn man die österreichischen Gebietskörperschaften mit den deutschen, also mit den bayerischen in dem Fall vergleicht, dann sind die Informationen, die in Bayern gegeben werden, durch die Bank wesentlich aktueller, wesentlich umfangreicher als wie in Österreich. Das heißt, und es geht bis hin zu dem, dass man das Gefühl hat, bei einigen Städten, die wirklich stolz drauf sind, auf diese Partnerschaften, und die wirklich einfach sehr, sehr viel auch dazu und sehr Aktuelles dazu auch berichten. Und was man schon sagen kann, durch die Bank eigentlich, das, was Vereine, was die quasi der zivilgesellschaftliche Part dieser Partnerschaften berichtet oder ins Internet stellt, das ist eigentlich fast immer sehr aktuell und auch sehr umfangreich. Dann Ergebnisse von dem, und das, also das, was jetzt kommt, das tut sich vor allem dann auch aus den Interviews, die geführt worden sind, speisen. Also insgesamt wurden da 19 Sozialpartnerschaften identifiziert. Wie gesagt, die meisten in den 80er Jahren entstanden. Dann geht es einmal rauf, in den Nullerjahren überhaupt keine einzige. Jetzt ab den 10er Jahren oder in den 10er Jahren entstehen wieder einige neue. Was interessant ist, noch Südpartnerschaften, solche entwicklungspolitischen, die scheinen wirklich für alle Größen von Orten zu funktionieren. Also von Silz, das ist eine kleine Tiroler Gemeinde mit 2.500 Einwohnern, bis München, 1,5 Millionen. Und so ein Ausgangspunkt meiner Studie wäre ja diese Geschichte, dass in Salzburg diese Partnerschaften nicht so richtig bekannt sind, zumindest war das so immer so mein Empfinden. Und ich habe dann bei diesen Interviews auch die Expertinnen, die Leute, die dort tätig sind, in den Partnerschaften auch schätzen lassen, was glauben Sie, wie bekannt diese Partnerschaften quasi sind in Ihrer Stadt, in Ihrer Gemeinde? Und was dabei rausgekommen ist, das ist natürlich eindeutig. Also, dass in kleineren Orten eher wesentlich ein höherer Prozentsatz diese Partnerschaften kennt. Das geht dann in kleineren Orten bis Schätzungen 80 oder noch mehr Prozent. Wundert einen auch nicht, bei 3.000 oder 5.000 Einwohnern kein großes Problem. Bei größeren Städten wie München ist es auch klar, dass man keine 10% oder so mit so einem Thema erreicht, also da eher verschwindende. Wo es aber interessant ist, das ist, dass bei Großstädten, also was über 100.000 ist, und davon sind einige dabei, also Würzburg und Erlangen, Nürnberg und so weiter, dass da die Bandbreite eigentlich sehr breit ist. Also da geht es sehr weit auseinander. Das heißt, es gibt offensichtlich schon auch Möglichkeiten, so etwas auch in größeren Städten bekannter zu machen. Und da würde ich auch sagen, auch das ist eine Möglichkeit, von anderen zu lernen. Zentrale Ziele und Aktivitäten, das war so, waren zwei Fragen, die in den Telefoninterviews gestellt worden sind und wo dann geschaut worden ist, also durch Kategorienbildung, was sind so die zentralen Ziele, die am öftesten genannt werden. Und das bezieht sich, bitte noch einmal, das bezieht sich ausschließlich auf das, was hier in Österreich oder in Bayern passiert. Also es ist klar, dass wenn man sagt, was sind die Ziele in Tansania oder in Bezug auf eure Arbeit in Nicaragua, dass da andere Ergebnisse rauskommen. Also bezieht sich auf Inlandsarbeit. Also Ziele Inland, da gibt es dann von 35 Nennungen insgesamt. Bitte nicht nachrechnen, weil es fehlen unten immer ein paar wenige, die halt nicht so oft genannt worden sind. Also die Summen ergeben sich nicht aus dem, was da auf der Folie drauf ist. Förderung von globalem Lernen, Informationsarbeit, das ist offensichtlich etwas ganz Zentrales. Dann natürlich auch Spenden und Geld sammeln, das ist immer auch ein wichtiger Punkt.
Bekanntmachen der Partnerschaft, versteht sich von selbst, dann von Leuten, die auf Seiten der Gemeinde oder der Städte, der Verwaltung arbeiten, ist es oft gekommen, der Zivilgesellschaft eine Möglichkeit bieten, sich überhaupt zu engagieren. Also mitbekommen haben, da gibt es Leute, die wollen was machen und wir bieten ihnen mit dieser Partnerschaft auch die Möglichkeit, sich zu engagieren. Dann Austausch organisieren, fördern. Die Aktivitäten, die kommen dann auch ein bisschen in die Richtung dieser Ziele. Also was macht man, wenn man etwas bekannt machen will oder Spenden, Geld sammeln will? Natürlich Informationsveranstaltungen an erster Stelle, Austauschprozesse organisieren. Da können sicher nachher die Kollegen von den Städtepartnerschaften, Regionalkooperationen mehr dazu erzählen. Kulturelle Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte, das sind lauter Sachen, die eigentlich soweit bekannt sind. Dann im Bereich Kooperationen und Unterstützung. Also in der Regel, ich habe es kurz schon einmal angerissen, in der Regel gibt es eine eindeutige Arbeitsteilung. Es ist nicht immer so, nicht in allen Partnerschaften so, aber in der Regel gibt es diese Arbeitsteilung zwischen Stadt, Gemeinde, Land einerseits und andererseits einem Verein, einer Vereinsstruktur, die das in konkreten Umsätzen und Aktivitäten plant und. Und diese Vereine, die sind meistens lokal sehr gut vernetzt, hat es auch Fragen dazu gegeben, arbeiten da in vielfältigsten Kooperationen zusammen mit anderen Organisationen, regional und national ganz wenig vernetzt. Also unterschiedlich, aber in der Tendenz sehr, sehr wenig. Dann ist auch interessant, sich einmal anzuschauen, wie schauen diese tragenden Personenkreise denn aus? Und es hat sich so in der Auswertung der Interviews hat sie ergeben, es gibt so etwas wie einen ganz engen Kreis. Das sind halt diejenigen, die tatsächlich das Herz dieser Partnerschaften ausmachen. Meistens der Vereinsvorstand oder etwas Vergleichbares, relativ klein. Meistens, ihr habt es jetzt einmal genannt, engster Kreis, und dann gibt es so Sympathisanten, die einerseits aktivierbare Sympathisanten sind, ihr habt es als nächsten Kreis bezeichnet, und dann Sympathisanten, die etwas weiter draußen sind, also eher so passiv, die halt als Mitglied eines Vereins vielleicht jedes Jahr ihren Beitrag zahlen, die aber nicht bereit wären, irgendwie beim Aufbau eines Informationsstandes bei irgendeinem Fest mitzuwirken. Also das wären zum Beispiel die Leute, die man motivieren kann, irgendwie ein bisschen aktiv zu werden. Das wären die Leute aus diesem zweiten, nächsten Kreis. Und die Bandbreite ist da auch enorm. Also bei diesem engsten Kreis, da gibt es Vereine, die bestehen letzten Endes aus 5 aktiven Leuten, und es gibt welche, wo wirklich 50 Leute tatsächlich immer wieder aktiv sind. Und die Kreise gehen dann hinaus. Und es gibt zwei Gemeinden, wo tatsächlich so dieser weitere Kreis 600 und mehr beträgt. Also da haben zweimal ein Verein in Sils und in Sils in Tirol und Vaterstetten in Bayern, da haben die zwei Vereine jeweils mehr als 600 Mitglieder. Was aber auch auf einen speziellen Hintergrund zurückzuführen ist. In Vaterstetten hat sehr lange der Karl-Heinz Böhm gelebt, der letzten Endes es dann geschafft hat, halt die Stadt auch in eine Partnerschaft mit einer Stadt in Äthiopien hineinzubringen, und der einfach aufgrund seiner Prominenz natürlich halt dafür gesorgt hat, dass viele Leute auch Mitglied geworden sind. Und Sils in Tirol, das ist eine spezielle Geschichte mit einer Stadt in Peru. Das ist eine Stadt, wo Mitte des 19. Jahrhunderts Tiroler Leute ausgewandert sind und wo sich das Tirolerische von damals eigentlich noch relativ rein erhalten hat und wo natürlich irgendwie auch vom Land Tirol her sehr, sehr viel gemacht wird, um diese Geschichte auch wirklich gut zu tragen und zu unterstützen. Was so Kooperationen und Unterstützung angeht, so wird gesagt, also zu den besonderen Stärken von Nord-Süd-Partnerschaften gehört diese Rückendeckung durch die Politik. Das ist ganz, ganz was Zentrales. Und was auch eine Stärke ist, das ist, dass einfach, es gibt jahrelang erworbenes Praxiswissen. Also das sind
Es ist keine Geschichte, die erst vor einem Jahr oder vor 2 Jahren erfunden worden ist, sondern da gibt es viele Personen, die seit 20, 30 Jahren in dem Bereich aktiv sind. Und was manchmal auch sehr wichtig sein kann, das ist, dass es manchmal wirklich ganz kleine Gruppen sind, die aktiv sind, weil dadurch ist man sehr flexibel, wenn sich irgendwelche Verhältnisse in Partnerländern ändern, dann kann man oft sehr, sehr schnell und zielgerichtet auch reagieren. Entwicklungspolitische Nord-Süd-Partnerschaften sind natürlich ein Lernfeld, obwohl bei der Frage, was wird da voneinander gelernt, und zwar nicht nur, was lernen die im globalen Süden von uns, sondern was kann man im Norden davon lernen, ist mir einmal gesagt worden, das ist eine sehr, sehr große Frage. Und mir ist schon ein paar Mal in Interviews verdeutlicht worden, dass eigentlich die Frage, habe ich den Eindruck gehabt, oft zu kurz kommt. Und es öfters doch anscheinend darum geht, dass Menschen im globalen Süden von uns hier lernen sollten. Es hat dann aber doch über 40 Nennungen gegeben. Also was kann man hier im Norden aus solchen Partnerschaften auch lernen? Kenntnisse über das andere Land. Dann, da wird es schon spannender, den eigenen Lebensstil in Frage zu stellen. Also da geht es schon ziemlich tief, finde ich. Dann einige besondere menschliche Qualitäten haben wir kennengelernt. Speziell in Bezug auf Nicaragua ist das einige Male gekommen. Also den Mut der Menschen bewundert, das Improvisationstalent, die Wärme in der menschlichen Begegnung. Dann auch oft in Bezug auf Nicaragua genannt worden, mit politischen Unterschieden besser umgehen gelernt, weil das in Nicaragua natürlich ein wichtiger Punkt gewesen ist, diese Reintegration der Kontras, die damals im Bürgerkrieg in den 80er Jahren sich gegen die Regierung vom Ausland finanzierten Krieg haben hineinziehen lassen. Und dann doch irgendwie die Notwendigkeit, gemeinsam wieder zusammenzuarbeiten. Globales Lernen und dann einige nicht wirklich kategorisierbare diverse Wirkungen. Zentrale Herausforderungen, das ist so die Quintessenz aus Fragen von Stärken, Schwächen, Herausforderungen. Oftmals die Überalterung der Trägerorganisationen. Das ist sehr, sehr oft gekommen, dass einige Partnerschaften wirklich auch darunter leiden, dass sie vor 40 Jahren begonnen haben, meistens mit den gleichen Personen 40 Jahre später und 40 Jahre älter im Moment noch aktiv sind und es schwierig ist, neue Personen zu finden. Die Sicherstellung der finanziellen Unterstützung ist natürlich eine wichtige Herausforderung. Die politische Rückendeckung, wesentliche Sache, vor allem, und das ist einige Male gekommen, vor allem dann, wenn sich die politischen Konstellationen auch ändern. Also ich denke, in Bezug auf Nicaragua war das, glaube ich, eine Zeit lang sehr eindeutig, dass sozialdemokratische Politiker in Österreich das auch sehr positiv gesehen haben und unterstützt haben, dort, wo sich dann Änderungen ergeben haben auf der politischen Ebene, ist es halt manchmal dann relativ komplex geworden. Dann auf einer anderen Ebene aber auch so diese Frage, ob es überhaupt noch solche Partnerschaften heutzutage braucht. Ich komme gleich noch einmal dazu und gebe dann auch meine Antwort dazu. Und was sehr viel auch in den Interviews gekommen ist, dass man heutzutage nicht mehr ganz so argumentieren kann in Bezug auf diese Partnerschaften wie noch vor 30 oder 40 Jahren, sondern dass man vielleicht nach anderen guten Argumenten suchen sollte, um solche Partnerschaften auch vielleicht mit einem neuen Sinn zu füllen. Blicke und Wege in die Zukunft. Also so eine Art, welche Schlussfolgerungen kann man jetzt aus diesen Ergebnissen ziehen, wenn man jetzt ein bisschen sich denkt, ja, Partnerschaften, wie kann das weitergehen? Und ich fange einmal an mit einem sehr langen Zitat, was ich aber schon sehr wichtig finde, weil die Person, von der es stammt, dieser Dr. Stefan Wilhelmi, ist Leiter einer relativ großen Organisation in Bonn, Servicestelle Kommunen in der einen Welt.
eine sehr große Geschichte mit ungefähr 180 Mitarbeitern. Die betreuen circa 1000, mehr als 1000 deutsche Kommunen, die sich entwicklungspolitisch betätigen wollen. Das Zitat: Kommunale Partnerschaften haben eine lange Tradition, sind gleichzeitig aktuell und zukunftsweisend, und zwar wie selten zuvor. Denn mit der Agenda, also Agenda 2030, bei der Partnerschaft ein wichtiges Prinzip ist, hat sich die Weltgemeinschaft ambitionierte Ziele gesetzt hin auf Richtung eine globale nachhaltige Entwicklung. Und zwei Drittel dieser Ziele sind nur auf der Ebene von Kommunen umsetzbar. Und das bedeutet, dass es diese Partnerschaften, dass es ohne die letzten Endes nicht gehen wird. Und wenn man dann sagt, ja, es braucht diese Partnerschaften und die sind heute vielleicht wirklich aktueller als je, da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man sie attraktiver oder attraktiv genug gestalten, sodass ältere Engagierte vielleicht von jüngeren Engagierten von einer neuen Generation abgelöst werden können auch. Und da sind immer wieder auch genannt worden, also die Ideen bezahlte Arbeit, ergänzend zu dem, was alles ehrenamtlich passiert, und das ist ja sehr, sehr viel, wird auch weiterhin sehr viel sein in diesem Kontext, aber auch bezahlte Arbeit sollte möglich sein. Und dann auch diese Frage, ob Partnerschaften nicht vielleicht ein bisschen über Solidarität hinausgehen könnten und so aktuelle Fragen wie Klima, vor allem Nachhaltigkeit, irgendwie auch stärker mit berücksichtigen könnten. Ich glaube, da gibt es auch einiges an spannenden Geschichten, die ja bereits in Umsetzung sind von den Partnerschaften, die hier im Raum versammelt sind. Dann entwicklungspolitische Nord-Süd-Partnerschaften und die Politik. Die Rückendeckung durch die Politik ist wesentlich, habe ich schon gesagt. Was sind denn jetzt Ansatzpunkte? Da wurden genannt, also regelmäßige Kommunikation Richtung Politik, also den Kontakt halten, wirklich ganz, ganz zentral. Und dann aber auch Städten und Gemeinden klar darlegen können, was hat denn eine Stadt davon? Was kann ein Benefit für eine Stadt sein, wenn sie sich in so eine Geschichte hineinwirkt? Und da wurden immer wieder genannt Imagegewinn, aber auch Horizonterweiterung für, sei es eigene Mitarbeiter in der Verwaltung, für Leute in der Zivilgesellschaft, auch in Zukunft sicher noch stärker. Es sind ja alle Gebietskörperschaften angehalten, auch im Rahmen dieser SDG-Berichte, entsprechende Berichte zu legen. Auch da ergeben sich sicher Möglichkeiten. Und dann auch sehr stark diese Partnerschaft oder Partnerschaften sollten möglichst immer einen sehr direkten Bezug zur Realität der jeweiligen Stadt oder Gemeinde haben. Also gibt es da irgendwie ein Wirtschaftsunternehmen, das vielleicht eine Handelsbeziehung hat zu einer Stadt oder zu einem speziellen Land, oder gibt es irgendwo eine größere Ansammlung von Personen, die aus einem bestimmten Land zugewandert sind nach Österreich, sodass die irgendwie sowas auch gut mittragen könnten oder Kontakte herstellen könnten. Also diese konkrete Realität als wichtiger Punkt. Eine offene Frage, das ist einige Male Thema gewesen. Ich glaube, dazu gibt es keine definitive Antwort. Auch in Salzburg wird es ja unterschiedlich gehandhabt. Strukturelle Einbindung von politisch Verantwortlichen. Also sollen Mandatsträger, Trägerinnen, sollen die in Vorständen von solchen Partnerschaftsvereinen drin sitzen? Wenn ja, wie sollte das ausschauen? Ich glaube, das muss jeder Verein und jede Partnerschaft für sich selbst entscheiden. Da ist auch sehr weit auseinandergegangen. Entwicklungspolitische Nord-Süd-Partnerschaften und die Wirtschaft, glaube ich, ist auch ein Thema, das in den nächsten Jahren uns bewegen wird. Bis jetzt werden Wirtschaftsunternehmen vor allem als Sponsoren oder Finanziers gesehen, manchmal auch schon als Dienstleister mit in solche Partnerschaften eingebunden, indem sie zum Beispiel als
Fachexperten zur Verfügung stehen oder auch Beratungen für solche Partnerschaften mittragen. Seltene Beispiele, aber einige davon sind auch genannt worden. Also man kann solche Partnerschaften auch nutzen für den Aufbau von neuen Wirtschaftsbeziehungen. Es hat ein Beispiel gegeben, wo in einer Gemeinde einige Kaffeehäuser, Konditoreien angefangen haben, dann ihren Kakao aus der Partnergemeinde in Ghana direkt selber zu beziehen. Es hat ein Beispiel gegeben, wo über eine solche Partnerschaft es gelungen ist, ein IT-Unternehmen hier mit IT-Leuten in Kenia zusammenzuschalten und dadurch natürlich zu billiger Arbeitskraft zu kommen, aber vielleicht auch zu ganz interessanten neuen Möglichkeiten, die sich da ergeben können. Also Wirtschaft vielleicht nicht nur so in Richtung finanzielle Unterstützung sehen, sondern vielleicht auch andere Möglichkeiten mit überlegen. Zur Qualität von entwicklungspolitischen Nord-Süd-Partnerschaften, da gibt es in der Studie, die Ende Mai dann auch definitiv aus der Druckerei kommen wird, und die gerne auch allen zur Verfügung gestellt werden kann. Da gibt es viele einzelne detaillierte Anregungen drinnen. Von dieser Servicestelle Kommunen eine Welt in Bonn, da werden 4 zentrale Qualitätskriterien genannt, also gemeinsame Ziele muss es geben und die sollten halt irgendwie in einer formalen Urkunde, in einem Partnerschaftsvertrag auch festgehalten sein. Dann die deutschen Kollegen, Kolleginnen, die haben das sehr, sehr gerne, arbeiten auf Augenhöhe, also möglichst gleichberechtigte Kooperation auf Augenhöhe. Das ist eine Sache, darüber könnte man lange reden, aber als Anspruch kann man es einmal haben. Orientierung am Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Also es sollte schon so Richtung SDGs einiges an Überlegungen geben. Und eine breite Verankerung in der Kommune. Also es sollte nicht nur so sein, dass ein paar wenige Menschen hier und ein paar wenige Menschen dort Bescheid darüber wissen, sondern das sollte wirklich von vielen Menschen getragen werden. Und aus den Expertinnen-Interviews ist noch zusätzlich oder ergänzend gekommen, also es sollten genau definierte Ansprechpersonen sollte es geben und es sollte klar sein, wie bestimmte Sachen einfach ablaufen, sodass nicht immer das Rad komplett neu erfunden werden muss. Damit kann man viele Reibereien und Konfliktflächen verhindern. Und natürlich ganz im Zentrum irgendwie dieses persönliche Kennenlernen und auch dieses gegenseitiges Besuchen, was jetzt natürlich in Pandemiezeiten eine schwierige Geschichte gewesen ist. Und als allerletztes, so was so eine Geschichte ist, die Richtung Zukunft auch geht, sinnvolle Unterstützungsangebote. Also ich finde es schon schwierig zu sehen, wenn in Deutschland wirklich eine so unglaubliche Unterstützungsstruktur im Hintergrund vom letzten Endes Außenministerium zur Verfügung gestellt wird, um Kommunen an dieses Thema kommunale Entwicklungspolitik heranzuführen und sie dabei auch wirklich mit teilweise wirklich beträchtlichen Fördersummen auch zu unterstützen, sodass internationale Kontakte und internationale Kongresse, Konferenzen, Reisen, Austausch und so weiter auch möglich werden. Ich habe da einmal diese 4 Stränge, unter denen die das zusammenfassen, aufgelistet, also global nachhaltige Kommune, die Verbindung von Entwicklungs- und Nachhaltigkeitspolitik, dann Migration und Entwicklung, eine interessante Geschichte, Kommunen kooperieren mit migrantischen Organisationen. Da kenne ich mich halbwegs aus, weil diesen Bereich habe ich vor 2 Jahren evaluiert, zusammen mit einer Kollegin. Und da gibt es wirklich unglaublich tolle Erfahrungen, die in Deutschland dazu gemacht worden sind. Viele interessante Initiativen. Der ganze Bereich fairer Handel, faire Beschaffung von Gebietskörperschaften, ja, glaube ich, ist in Österreich inzwischen auch gut angekommen. Und dann so ein Bereich kommunale Partnerschaften, wo es speziell noch einmal um Partnerschaften geht und um Beziehungen auch zwischen Kommunen. Also gibt es in Deutschland inzwischen sehr, sehr viele Personen, die sagen, es wird in Zukunft wichtig sein, auch für unsere Kommunen, von Kommunen aus dem globalen Süden zu lernen.
weil dort wird das Klimathema viel, viel früher ankommen als wie bei uns. Bei vielen ist es ja schon angekommen. Und dort werden jetzt Erfahrungen gemacht, die wir vielleicht in 3, in 5, in 8, in 10 Jahren gut brauchen können. Also von denen lernen und nicht nur glauben, wir wissen alles. In Österreich, das ist mein Plädoyer in dieser Studie, glaube ich, wenn man nach Deutschland schaut, dann braucht es in Österreich eine Neuorientierung in diese Richtung, entwicklungspolitische Nord-Süd-Partnerschaften, die im Moment von Städtebund, Gemeindebund, aber völlig, völlig irgendwie nebenher mitgeführt werden, aber wo, wenn man im Internet schaut, also teilweise die letzten Informationen aus dem Jahr 2016, 2017 sein und danach gibt es so gut wie überhaupt nichts mehr. Also offensichtlich ist es kein wichtiges Thema. Und eine Sache nur ganz zum Schluss, weil es natürlich interessant ist, immer dran zu appellieren, dass andere etwas tun sollen. Manchmal ist es auch gut, wenn man selber etwas Kleines dazu beiträgt oder vielleicht einen Anfang macht. Mein Eindruck war bei diesen Interviews, dass viele, viele von diesen Menschen einfach zu sehr im eigenen Saft schmoren, in der eigenen Partnerschaft aktiv sind, dort wirklich unglaublich Tolles leisten, aber dass es kaum jemals einen Austausch zwischen oder Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Partnerschaften gibt und viele davon den Eindruck vermitteln, dass sie komplett alleingelassen sind und irgendwie ein bisschen so die Orientierung verloren haben. Und da glaube ich, dass, und das wäre in Selbstorganisation, glaube ich, ja mit ganz wenig Geld, ganz wenig Unterstützung möglich, dass so ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch zwischen Menschen, die in diesen verschiedenen entwicklungspolitischen Nord-Süd-Partnerschaften aktiv sind, dass man so etwas vielleicht einmal initiieren und probieren sollte. So viel einmal für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke, Jean-Marie, für die sehr informativen Einblicke in deine Studie. Für den Umbau bitte ich dich jetzt für unser Gespräch vorne, dass du mit deinem Stuhl etwas näher rückst und das Mikro mitnimmst auf den nächsten Würfel. Und ich bitte jetzt eben die Vertreter der Salzburger Regional- und Städtepartnerschaften zu mir auf die Bühne oder zumindest mal vor, bitte kommt sie einmal, ihr werdet dann namentlich vorgestellt. Bitte. Also wir haben natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, dass ihr die Breite dessen, was ihr in den regionalen Städtepartnerschaften tut, vorstellt. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass ihr auf alles, was in der Studie angesprochen wurde, an Herausforderungen, an Zukunftsvorschlägen, dass man auf alles eingeht. Aber mein Wunsch wäre, dass ihr ein bisschen schildert, sozusagen die Geschichte. Man hat ja mitbekommen, eigentlich war 1980er, 1990er Jahre der Boom dieser Partnerschaften. Ein bisschen die Geschichte, aktuell exemplarisch, wo ihr steht, was ihr tut. Und vielleicht auf ein, zwei Dinge, die ihr sagt, ja, das können wir bestätigen aus der Studie, das ist bei uns anders. Darf ich bei Dieter Rachbauer, er ist Vertreter der Städte- und Regionalpartnerschaft Salzburg-Singida, beginnen? Bitte. Vielen Dank. Ja, ich möchte kurz vielleicht erklären, wo Singida eigentlich in Tansania liegt. Das ist eine, Tansania hat ja durchaus Bereiche, wo jeder Tourist gerne hinfahren möchte. Dazu gehört Singida nicht. Das liegt südlich von Arusha, was so ein touristischer Hotspot ist, 5 Stunden eben von Arusha weg. Und ist eine sehr abgelegene, trockene Region, ländlich. Auch die Stadt Singida mit 170.000 Einwohnern hat einen ländlichen Touch. Der Kern ist sehr klein. Die Größe von der Stadt Salzburg und Stadt Singida ist ähnlich, von der Struktur völlig anders. Die Region dann draußen, dort auch so wie im Bundesland Salzburg, Stadt und Region oder Bundesland heißt gleich, wobei in Singida Region etwas anderes ist. Eine Region ist jetzt nicht ein Bundesland mit einem gewählten Landeshauptmann, sondern da gibt es einen Regional Commissioner, der wird eingesetzt, ist sozusagen ein klassisches zentralistischer und nicht föderalistischer Staatsapparat. Die Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten gibt es seit 37 Jahren, seit 1985, schon wirklich ernsthaft lange.
Und die Regionalkooperation ist dann 10 Jahre später, 1995, dazugekommen, auch schon letztlich sehr lange. Und damit, mit dieser langen Zeit haben auch die Akteure sich verändert über die Jahre. Das sind heute andere Leute, zum Teil im Vorstand noch Leute, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Ich selbst bin vor 8 Jahren dazugekommen. Und ich möchte jetzt gar nicht direkt etwas sagen, was du hast diesen Österreich oder den Bereich hier sehr schön abgedeckt. Ich möchte einfach kurz sagen, was wir aktuell an Projekten und für Schwerpunkte in unserer Arbeit in Singida haben. Auch nur ganz kurz, wir sind hier ein Verein und vor Ort, wir sind ein tansanischer Verein, auch ein kleiner Verein, der die Arbeit vor Ort durchführt. Es sind im Großen und Ganzen 4 Bereiche, in denen wir tätig sind. Das sind so der Bereich der sozialen Arbeit, das ist in der Stadt Singida mit einem Heim für Straßenkinder und Waisen, die dort einen sicheren Platz finden und dort eben auch eine Gemeinschaft finden, Ausbildungsmöglichkeiten, auch Werkstätten für handwerkliche Qualifizierungen und die man dann eben betreut, bis sie ein eigenständiges Leben führen können. Und derzeit sind die Kinder schon manche junge Erwachsene, die auch schon, haben auch welche, die ihren Bachelor abgeschlossen haben und so. Also das ist ein Prozess, wo man dann die Kinder und Jugendlichen dann sozusagen wieder entlässt, sozusagen, wo sie sich dann um ihr eigenes Leben kümmern müssen. Und wir unterstützen eine Schule für gehörlose Kinder, ist eine staatliche Schule. In der Region haben wir die Schwerpunkte Gesundheit, Bildung und Dorfentwicklung. Gesundheit war früher sehr stark auf der Infrastrukturebene, zusätzliche Klassenzimmer, damit sozusagen nicht 100 Kinder in einer Klasse sitzen. Das gibt es nach wie vor noch. Also ich glaube, Rekorde sind so 106 Kinder. Oder andere Konstruktionen, wo zwar genügend Klassenzimmer sind, aber nicht genügend Lehrer, wo dann ein Lehrer 2 Klassen gleichzeitig unterrichtet, was jetzt auch nicht viel besser ist von der Qualität. Heute konzentrieren wir uns nicht mehr auf den Bau der Schulklassen, sondern was passiert in den Klassen. Das heißt, wir machen viel Lehrerfortbildung gemeinsam mit lokalen Fortbildungseinrichtungen, verbesserte Ausstattung mit Lehrmitteln und Förderung von Mädchen über Stipendien. Im Gesundheitsbereich früher auch eher Infrastruktur, den Bau von Gesundheitsstationen. Und auch heute geht es um die Frage, was passiert in den Stationen. Das heißt, Fortbildung der Krankenschwestern und Hebammen, die dort arbeiten, bessere Ausstattung und dann so ein Freiwilligennetzwerk, wo man mit werdenden Müttern und mit Müttern in den Dörfern arbeitet, damit sie zu Vor- und Nachuntersuchungen in den Gesundheitsstationen gehen, dass ihre Kinder in der Gesundheitsstation und nicht zu Hause bekommen und dass Kinder Mangel und Unterernährung, also ein nicht unwichtiges Thema in diesen Armutskontexten, das zum Beispiel nur ein einfaches Beispiel, die meisten Mütter stillen ihre Kinder 1 Jahr, an sich nach einem halben Jahr sollte man zufüttern und das wird aber im Normalfall nicht gemacht und das heißt mit viele einjährige Kinder haben gewisse Formen von Mangelernährungen bereits und Mangelernährung in dem Alter kann unter Umständen bleibende Schäden verursachen. Daher ist das so wichtig. Und dann gibt es noch dieses Dorfentwicklung, das kann alles Mögliche sein und das ist derzeit die kommerzielle Hühnerzucht. Das ist ein Projekt, wo es um Zusatzeinkommen für Frauen geht. Eine Zusatzfrage, gibt es etwas, was du sozusagen aus der Studie besonders bestätigen würdest oder hervorheben würdest, was du anders siehst aus eurer Erfahrung? Ich glaube, was auch für uns nicht so günstig ist, also für diese Partnerschaften, dass dieses institutionelle Setup immer schwierig ist. Wir repräsentieren hier alle NGOs, Vereine. Eigentlich das Formale auf der sozusagen Landes- oder Stadtebene, das fehlt eigentlich immer ein bisschen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen sehr politisch besetzten Vorstand haben mit Stadträtinnen und Gemeinderätinnen, das ist nicht so einfach, diese Ebene da hineinzubringen, dass man da sozusagen, man macht
Die Zusammenarbeit ist sehr über die NGOs und über die Vereine. Da kommt der Punch von dort her. Die Finanziers sitzen sozusagen auf dieser Ebene, aber die Aktion ist einfach wenig. Und das ist ja auch ganz klar aus deiner Studie. Und da würde man sich mehr wünschen, aber natürlich auch in welcher Form. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben ja in unserer Vergangenheit zum Beispiel, weil vor langer Zeit war der Bürgermeister Schaden, auch der Obmann der Städtepartnerschaft. Und der ist dann in Singida zweimal gewesen, hat dort natürlich den Bürgermeister getroffen. Und da hat es diese politische Ebene noch mehr gegeben. Aber aus dieser politischen Ebene ist auch nie eine Dynamik entstanden. Da ist eher dann sozusagen, was können die Salzburger zahlen? Aber dass sozusagen eine inhaltlich qualitative Zusammenarbeit daraus geworden ist, ist letztlich auch nicht passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch in dieser Form der Partnerschaften einer der großen Herausforderungen, dass man sozusagen diese Ebene stärker hineinbringt, ohne die Ebenen auch zu überfordern mit dieser Aufgabe. Also das ist nicht so einfach. Gut, danke. Jetzt Hans Eder von der Regionalkooperation Salzburg-St. Vicente in Salzburg. Noch kurz, was macht ihr? Wie seid ihr entstanden? Und vielleicht bei dir auch, ein Punkt war ja auch, was können wir aus den sogenannten Ländern des Südens lernen? Hans, bitte. Ja, also ich habe eine Reihe von Links quasi vorzulegen da von deiner Studie zu unserer Tätigkeit. Ich möchte aber eben in dem Sinn jetzt auch der Veranstaltung weniger über die Aktivitäten in San Vicente reden, in El Salvador, sondern wie die Zusammenhänge sind mit den Aktivitäten hierzulande. Ja. Also zunächst einmal aber etwas zur Genese dieser Regionalkooperation Salzburg-San Vicente. Es war damals so, dass der Landtag den entwicklungspolitischen Beirat beauftragt hat, Überlegungen anzustellen, wie also die Salzburger Entwicklungshilfe, wie man das damals ja bezeichnet hat, vielleicht neue Wege gehen könnte oder sich qualitativ und quantitativ da neu aufstellen würde. Der entwicklungspolitische Beirat hat eine Arbeitsgruppe, wie das dann meistens ist, eingesetzt. Und in dieser Arbeitsgruppe bestehend aus dem Toni Ehammer, leider schon verstorben, Anselm Skura von der Universität und Ili Hanak und meiner Wenigkeit, haben die mich dann beauftragt, also eine Studie oder eben eine Vorstudie dazu erstellen. Das habe ich dann gemacht und habe das in Verbindung gebracht mit der Nachbürgerkriegsgesellschaft von El Salvador, also bekannterweise von 1980 bis 1991 ein Bürgerkrieg geherrscht hat. Ich habe damals ja schon mehrere Kontakte gehabt und die habe ich dann also für eine Studie irgendwie auch aufgeschlossen. Und das Ergebnis der Studie war ein Arbeitstitel, der stand tatsächlich von mir, Regionalkooperation Salzburg-San Vicente. Jetzt wieso regional, und das hängt schon sehr stark in mehreren Stellen schon mal mit deinen Studienergebnissen zusammen. Region ganz einfach deshalb, weil die Landespartnerschaft für mich im Vorhinein weder politische, damals schon dann das Studium der Politikwissenschaft abgeschlossen gehabt, einfach so nicht passt. Ja. Ich kann nicht einen Landeshauptmann Katzsteller beispielsweise, der war damals Landeshauptmann, mit einem Gouverneur vom Departement San Vicente in Verbindung bringen, der eine Bürgerkriegsvergangenheit der ärgsten Art hat. Das heißt also, das war im Vorhinein klar, weder die Verfassung des Landes Salzburg noch die Verfassung El Salvadors noch die politischen Akteure passen zu dem, was man also dann Landespartnerschaft nennen könnte. Das war das eine. Das andere, der andere Grund, ich meine, das ist dann ein bisschen nachher sozusagen auch dann zusätzlich dann argumentiert worden und gefestigt worden, meine Überlegungen dazu. Der andere Grund hat etwas zu tun mit der Politik und der Verwaltung der sogenannten politischen Gesellschaft Salzburgs und der Zivilgesellschaft. Was ich damit meine, ist also Folgendes. Ja. Wie ich die Studie vorgelegt habe, hat der entwicklungspolitische Beirat gesagt, ja, sehr interessant, könnte man angehen. Und die Frau Dr. Kalister, die damals Chefin der Präsidialabteilung war, hat gesagt, ich glaube, das könnte man durchbringen, je nachdem, halt, ob der Beirat auch dafür ist, aber im Landtag und vielleicht auch bei der Landesregierung. Aber er hat gesagt, ich bin zuständig für die Ausgliederung von Aktivitäten des Landes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Aktivität, die der Eder da vorschlägt und der Arbeitskreis gut heißt,
dass man das sozusagen integriert, wo ich gerade dafür zuständig bin, etwas auszugliedern. Und dann hat es diese Überlegung gegeben, also von Dr. Kalista und dem Entwicklungspolitischen Beirat, der gesagt hat, ja, ihr habt es doch gerade, also jeder und so, ihr habt es doch gerade Intersol gegründet, könnt ihr nicht ihr diese Regionalkooperation, das soll auch so heißen, zunächst einmal als Arbeitstitel, übernehmen. Ja, und wir haben das dann intern beraten und wir haben das dann übernommen. Die Überlegung war, dass der Beirat und das Land damals, die haben das dann also durch den Landtag getragen und so weiter und zur Landesregierung Karlsteiner Gasteiger gebracht, haben gesagt, okay, das können wir machen, aber nur dann, wenn der Verein das macht. Und nicht wir als Landesverwaltung und als Landespolitik, als sogenannte politische Gesellschaft das machen. Das hat eine lange Tradition damit, also die Regionalkooperation. Es war dann so in Bezug auf Singida, habe ich ja mit der Ili Hanak, die war ja damals sehr aktiv, das beraten und sie hat gemeint, also die Regionalkooperation, so wie ich das als Mitglied der Arbeits- oder als ja, Leiter dieser Arbeitsgruppe des Beirates der Vorschlag, das passt für Singida nicht. Sie würde sagen, es wäre eine Projektpartnerschaft geeigneter als wie eine Regionalkooperation. Gut, also das, so ist das Ganze entstanden. Das heißt, dass aus Ergebnis von Überlegungen durchaus theoretischer, praktischer Art der politischen, der Zivilgesellschaft, sprich in dem Fall jetzt Intersol, und der politischen Gesellschaft vertreten durch den Beirat, durch den Landtag und die Landesregierung. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Zeit schauen. Okay, ja. Bitte ein paar Bereiche, auf welchen Ebenen ihr kooperiert. Die Schwerpunktsetzung in der letzten Zeit, bekannterweise oder nicht bekannterweise, setzen wir im Biolandbau. Und jetzt, wie hängt der Biolandbau da mit dem zusammen, was eben die Überlegung bei dir war, also bei, von der Studie? Also, sagst du mal, der Biolandbau bei uns wie in El Salvador ist nicht das Ergebnis der offiziellen Politik und nicht das Ergebnis der Verwaltung, sondern der Aktivität der Zivilgesellschaft. Das heißt also, in der Förderung des Biolandbaus in El Salvador arbeiten wir mit Bio Austria zusammen. Ja, Bio Austria bekannt ja als Vereinigung der Biobauern. Wir arbeiten zusammen zum Beispiel mit der Arge Bio, die ja bekannterweise die Zertifizierung invidiert, in Kremsmünster angesiedelt. Wir arbeiten zusammen, weil beim Biolandbau geht es ja bekannterweise, ich will da nicht technisch werden, aber natürlich auch um die Sicherung des Saatguts. Da arbeiten wir zusammen mit der Arche Noah. Ja, und mit Erhaltern, aber in erster Linie mit der Arche Noah in Schiltern, weil du auch die Frage stellst, also wie ist die Regionalkooperation jetzt konkret aufgestellt in Österreich? Also wir haben eine Reihe von Aktivitäten, von Allianzen, würde ich jetzt sagen, außerhalb von Salzburg, und wir haben sie auch intern in Salzburg, also es sind mehrere Biobauern Mitglied bei Intersol und die dann auch in der Regionalkooperation eine Rolle spielen, auch gerade jetzt in einem Monat, wo also da Leute aus der Region San Vicente im Rahmen von 30 Jahre hinter soll da zu uns kommen. Also was ist da noch ein, was sind da Aktivitäten, die also uns verbinden, vielleicht auch in dem Zusammenhang und die dann etwas zu tun haben mit der Informations- und überhaupt Strategie. Bei uns sind es nicht die SDGs, wenn ich das ganz deutlich sagen darf. In El Salvador spielen die SDGs 0,0 Rolle. Ja? Weder politisch, weder von der linken noch von der rechten Seite. Und von Intersol ehrlich gesagt auch nicht in dem Sinn, sondern wir sind nicht Anhänger der Entwicklungsgesellschaft. Wir transportieren es auch nicht in unserer Gesellschaft, diese Vorstellung der weltweiten Entwicklungsgesellschaft, der SDGs, sondern wir orientieren uns am vielfältigen Gemeinwohl. Vor allem wie wir, Bonum Commune oder was immer man dazu sagt, ja, am Solidum. Und das hängt dann wiederum zusammen, auch mit etwas, Jean-Marie, was du da irgendwie indirekt oder direkt auch erwähnst. Nämlich, was ist denn da für Ideologie dahinter? Die Ideologie dahinter ist, möchte ich sagen, eine gewisse Version des Kommunitarismus. Ja? Jetzt, was hat der Kommunitarismus als Ideologie oder als Solidarismus denn mit der Kooperation zu tun? Wenn ich in die Bürgermeister der AUFO-Gruppe, also die Bürgermeisterin der Fuschelsee-Region, herantrete, um uns im Rahmen der Regionalkooperation zu fördern bei der Quellfassung und bei der Wasserreinigung, dann fragt die sehr wohl auch nach, ja, jeder Intersol, also was sind da für politische Ebene dahinter? Weil wir haben gehört einmal eine Delegation, die du nach El Salvador geführt hast, von Salzburger Politikern und so weiter und von Gemeinderäten von Thalgau, die haben da sehr viel von Linkstendenzen gesprochen. Wie siehst du das? Ja? Und dann war es mir möglich, das so zu erklären, die politische Dimension, die für mich ganz wichtig ist, viel wichtiger ist wie
die Information über irgendein Projekt, ehrlich gesagt. Das wird dann eh nachgefragt, wenn das andere klar ist. Aber was ist der politische Hintergrund? Und der politische Hintergrund ist ganz einfach das Gemeinwohl, das man dann aber orientieren und funktionalisieren und operationalisieren, in dem Sinn, dass die Bürgermeister, also Bürgermeister Lies oder wer immer das dann ist, der Region, also Hof zum Beispiel, die sagen, okay, wir haben wunderbares Wasser. Und wir sehen das auch, dass im Rahmen dieser Kooperation sozusagen das ein Solidaritätsakt ist, durchaus das Ergebnis eines Gesprächs. Und für uns der Solidaritätsakt, nicht der Entwicklungsakt, der Solidaritätsakt heißt, dass wir die Quellfassungen unterstützen. Genau so ist das und so sehen wir unsere Arbeit. Das heißt, wir setzen nicht auf mega Bekanntheitsgrad der Regionalkooperation in der Salzburger, österreichischen oder bayerischen Gesellschaft, aber es wissen sehr viel davon und vor allem die, die dann aktiv werden wollen. Meine letzte Frage an dich, sozusagen beide Regionalkooperationen werden ja vom Land Salzburg maßgeblich unterstützt. Sozusagen auf politischer Landesebene habt ihr da Kontakte jetzt? Du hast gesagt, eine Delegation war mal dort. Ja, also ich finde das ein wichtiger Punkt. Also in meiner Wahrnehmung, sozusagen das Ergebnis der politischen Analyse ist das, dass also früher die Landtagsabgeordneten sich mehr, würde ich mal auf den Punkt bringen, mehr dafür interessiert haben, was ist da im Nord-Süd-Bereich und im Rahmen der Regionalkooperation oder generell, was ist da Fakt, was sind da die entscheidenden Bewegungen politischer Ebene und so weiter und so fort. Und jetzt wir werden es jetzt sehen, in einem Monat, wenn also da die Gäste aus dem Süden kommen, ich werde es dann also versuchen, auch das heißt versuchen, ein Angebot da zu deponieren an die Agrar Referenten des Landes und einen EZA-Referenten des Landes, Gespräch, vielleicht interessieren sie sich. Es war früher, glaube ich, etwas hellhöriger, da war eher, das ist die Regionalkooperation Salzburg-San Vicente, nicht so links, nicht so rechts. Rechts natürlich quasi nie, zu links vielleicht, ja, in Terminologie des Salzburg-Abgeordneten, aber es war eine Dynamik drinnen, ja. Und ja, auf der Verwaltungsebene vielleicht auch. Also darf daran das Letzte vielleicht erinnern, Paul, wir haben da ja Wesentliches bei der Wilhelmi, glaube ich, heißt der Deutsche, der da von dieser Serviceeinrichtung da genannt ist. Wir haben ja diese Teildezentralisierung der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit da miteinander getragen und sogar zu einem nach Wien mitgetragen. Also das kann ich mir jetzt definitiv nicht vorstellen, dass wir wie im September 2020 einen Entschließungsantrag des Landtags für Teildezentralisierung der staatlichen technischen Entwicklungszusammenarbeit leisten. Ich glaube, da gibt es jetzt keine Exponenten, die sich dafür werden. Danke, Hans-Eder, du hast mir das Stichwort gegeben, Städtepartnerschaft, ja. Salzburg-Leon, Paul Pirker. Erzähl uns ein bisschen, wie ist eure Initiative entstanden und wie ist der aktuelle Stand? Also ich fange einmal mit dem aktuellen Stand an. Ich habe die Obmannschaft vor 2 Jahren zurückgelegt, mische mich nicht mehr in die Vereinsangelegenheiten her, weil nichts Ärgeres ist, wie Generationenwechsel, wenn der Altbauer den Jungbauern sagt, die es Gott sei Dank gibt, wo es lang geht. Das Einzige, was ich da noch mache, ist eine Evaluierung von einem Projekt. Und zwar haben wir seit 2006 am ITH, am Institute for Tourism and Hotel Management in Klesheim, da gibt es ja diesen Lehrgang für Leute aus dem Süden, für junge Leute aus dem Süden. Da haben wir jedes Jahr 2 Studenten, Studentinnen, Studenten, die diesen 8-monatigen Kurs machen und danach auch Praktika machen und sich sozusagen eine touristische, hochklassige touristische Ausbildung machen. Und das möchte ich bis zum Schulschluss, also bis zum Schluss dieses Jahrgangs, möchte ich diese Evaluierung machen. Was hat Klesheim diesen in der Zwischenzeit 30 ungefähr Absolventinnen und Absolventen gebracht. Ich bin selber schon gespannt, was da rauskommt. Die Entstehung der Städtepartnerschaft, ich war Gründungsmitglied auch des Salzburger Lateinamerika-Komitees vor vielen, vielen Jahren, glaube ich, 1974 war das.
Dieses Lateinamerika-Komitee ist damals entstanden aus der Chile-Solidaritätsfront, nachdem ein Land nach dem anderen in Lateinamerika, so wie Chile, eine Militärdiktatur geworden ist, haben wir gesagt, wir tun unsere Aktivitäten auf ganz Lateinamerika übertragen und haben uns Lateinamerika-Komitee genannt und waren ein Organisationskomitee. Damals waren linkskatholische Initiativen sehr, sehr politisch, also von katholischer Arbeiterjugend, katholischer Hochschuljugend. Aber es waren auch die Trotzkisten drinnen und es waren auch die Kummerln drinnen. Und ich war Repräsentant von der Sozialdemokratie, weil ich vorher Landesobmann von der jungen Generation in der SPÖ war. Dann ist die Stadt Salzburg dazugekommen mit dieser Partnerschaft, die dann entstanden ist. Ich bin gerade dabei. Also, wir haben dann einmal diese im Lateinamerika-Komitee die Idee einer Städtepartnerschaft mal aufgebracht, weil es war, das Nicaragua war im Fokus der sozusagen des Kalten Krieges damals. Und wir wollten eine politische Gegeninformationsinitiative starten, weil auch damals sehr viel Desinformation in den Medien war über Nicaragua und über diesen Kontrakrieg, den der Jean-Marie vorher schon erwähnt hat. Das ist dann veröffentlicht worden, auch im Salzburger Tagblatt. Das war der sozialdemokratische Blattl damals, was schon lange nicht mehr gibt. Und da habe ich eine Kolumne gehabt, die hat Jung sein in Salzburg geheißen. Da haben wir das groß veröffentlicht. Kalter Krieg war. Die ÖVP ist da ein bisschen unruhig geworden. Die wollte sich da nicht in dieses linke... in diese linke Geschichte reintreiben lassen und hat ihrerseits der Gemeinderat Klingspiegel von der ÖVP hat dann die Ili Hanak gebeten, eine Stadt in Afrika zu finden, gegen den Hunger in der Welt eine Partnerschaft zu machen, um den Leon zu verhindern. Die Ili Hanak war aber eine gute Freundin und Kollegin von uns und hat gesagt, sie lässt sie nicht ausspülen von der Politik und hat gesagt, sie wartet mit dem Vorschlag Singida, bis wir auch einen Vorschlag haben, weil wir haben nicht gewusst, wie macht man Städtepartnerschaft, also keine Ahnung, ich war damals noch nie in Lateinamerika, ich habe kein Wort Spanisch können. So. Naja, dann ist der Ernesto Cardinal gekommen nach Salzburg, den haben wir mit dem Bürgermeister Reschen zusammengebracht und der Ernesto Cardinal auf die Frage hin, welche Stadt er vorschlagen würde als Partnerstadt für Salzburg, hat aus dem Fenster geschaut und hat gesagt, er weiß, in Nicaragua eine Stadt, die hat mindestens genauso viele Kirchen wie Salzburg und das ist Leon. So ist Leon dann Partnerstadt geworden, gemeinsam mit Singida. Und das war diese solidarische Zusammenarbeit hat auch weitergehalten. Es war in diesem Kalten Krieg, war es dann diese vielen Partnerschaften, die ja effektiv eine Invasion Nicaraguas irgendwie peinlich gemacht hätten. Allein in Deutschland hat es was 100 oder 200 schon gegeben. Die waren ein Dorn im Auge und so ist in ganz Europa Initiative gestartet worden, diese Partnerschaften irgendwie zu abzuschaffen. Auch in Salzburg. Und das war infam, da hat die ÖVP probiert, einen Antrag eingebracht, dass Leon nicht mehr Partnerstadt von Salzburg ist und das Geld, das Leon bestimmt ist, bekommt Singida. Auch da war wieder ein solidarischer Zusammenhalt da und bei der Gemeinderatssitzung, wo das behandelt worden ist, da haben wir, das war große Aktion, aus ganz Österreich Protesttelegramme organisiert. Das war wirklich eine sehr, sehr aufregende Zeit. Jedenfalls, der Antrag der ÖVP ist dann zurückgezogen worden und die haben gesagt, eine Partnerschaft soll bleiben, allerdings ohne irgendeinen Hauch von Politik, nur
zur Linderung, was weiß ich, des Leids oder so. Wir haben dann einen Verein gegründet, wo vier Singida-Vertreter, vier Lyon-Vertreter waren. Zuerst ein Bürgermeister als Obmann und dann mit Leuten aus dem Kulturressort. Du hast schon gesagt, der Schaden war eine Zeit lang Obmann von dem Verein. Und dann haben sich aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, das führt zu weit, die beiden Vereine getrennt. Und jeder hat einen Studienpartnerschaftsverein gegründet. So, das ist die Gründungsgeschichte gewesen. Und ja, wenn es mich nicht stoppt, dann rede ich noch eine halbe Stunde. Vielleicht exemplarisch für Dinge, wie ist die Situation jetzt? Also die Situation, gesichert, welche Themen behandelt sie, welche Kooperationen habt ihr? Dieser politische Anspruch, den wir da früher gehabt haben, der ist jetzt wesentlich schwieriger, weil die Lage in Nicaragua halt so ist, dass es hat 2018 hat es Unruhen, 19, ne? Wann war das? Hm. 19. Unruhen gegeben, einen Jugendaufstand mehr oder weniger, der sehr stark auch von der katholischen Kirche angeheizt worden ist. Und das war so wie dieser arabische Frühling. Die jungen Leute sind auf die Straßen gegangen, die haben dann Straßenblockaden gemacht und von den Durchfahrenden dann Geld kassiert. Das war eine anarchische Situation. Und leider Gottes großen, was weiß ich, Gewaltaktionen ist das wieder zur Ruhe gekommen. Nur ist seither Nicaragua nicht mehr Hoffnungsland. Weil wir haben ja natürlich auch sehr viel projiziert in die Entwicklung von Nicaragua, von unseren eigenen Erwartungen und von unseren eigenen politischen Vorstellungen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt sind diese Kooperationen zwischen, also da muss ich noch was sagen, die SPÖ damals war, also in den 80er, 90er Jahren, war praktisch die Stütze für die Städtepartnerschaft. Die Schwarzen haben Singida initiiert. Das ist dann bald auf die Grünen übergangen, weil die Schwarzen das Interesse daran verloren haben, sodass so die Achse Schaden-Pardutsch hat diese beiden Städtepartnerschaften politisch sehr stark gestützt. Die sind alle zwei auch nach Singida gefahren. Der Bruder von Pardutsch hat ein Sozialjahr in Lyon gemacht und jedenfalls war die politische Verankerung noch sehr stark. Jetzt ist es leider Gottes so, dass also die Sozialdemokratie hat für nichts Interesse, auch nicht für die Städtepartnerschaft mehr. Die anderen Parteien, die einzigen, die Grünen, die uns da was im Kulturausschuss noch ein bisschen verteidigt haben, die SPÖ hat zwar auch noch für uns gestimmt, aber das hat sich gewandelt. Und es sind ja jetzt die Projekte viel unpolitischer geworden. Es gibt nur mehr die Schule Hermanos de Salzburgo, die Geschwister von Salzburg wird noch gestützt und gefördert. Dann gibt es Partnerkindergärten, wo Kindergärtnerinnen noch sich mit den Kindergärten, mit dem jeweiligen Partnerkindergarten in Lyon zusammentun. Und diese zwei Ebenen, diese Kindergartenebene und Schulebene ist sozusagen das, was jetzt verblieben ist. Und diese Tourismusschiene, die man noch nicht wissen, wie die weitergeht, da warten wir die Evaluierung ab. Gut, danke Paul Pickermann für diesen kleinen Einblick in Salzburger Zeitgeschichte, Parteiengeschichte. Aber unser Thema ist jetzt die Zukunft von Nord-Süd-Partnerschaften. Daher sozusagen meine Frage an euch drei nochmal. Ich habe in Erinnerung aus der Studie, eine Herausforderung ist die Altersstruktur. Wie geht es euch damit? Eine zweite Herausforderung sind neue Themen. Und interessant habe ich auch gefunden, möglicherweise neue Wirtschaftspartnerschaften, Wirtschaftsbeziehungen. Wer immer da jetzt mal was sagen will. Fangen wir mit der Altersstruktur an. So, ja. Da ist gemeint, der Verein bei uns, ja, und die Aktivitäten bei uns, junge Generation.
Wenn ich das sage, wir sind jetzt schon eher ältere Generation. Du bist mittlere, ja. Ich bin die ältere. Gut, bitte, wer fängt an? Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, das ist die Frage, ist der Altersstruktur, um die, naja, die Geschichte der Dynamik ins Spiel zu bringen. Nein, also das sind die Herausforderungen jetzt auch für Intersol im Kontext dieser Kooperation, sind jetzt nicht unbedingt die Altersstruktur bei uns. Ich meine, wir haben einen Vorstand von 16 Leuten, da gibt es Frauen überhaupt und da gibt es Ältere und Jüngere oder so und alle tragen das mit. Das ist jetzt für uns nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt ist der, wie versteht sich hier Zivilgesellschaft, in dem Fall jetzt halt konkreter Verein Intersol, mit der politischen Gesellschaft, sprich den politischen Akteuren und der Verwaltung. Und dann würde ich mal sagen, zum einen muss man dankbar sein, dass es ein gewisses Commitment gibt. Zum anderen würde ich mal sagen, werden wir zumindest einmal weitere Initiativen setzen, damit wir den politischen Akteuren, die Interesse haben auf der Landesebene jedenfalls und auf der Gemeindeebene, also konkret das Gebiet um Hof und so weiter, Fuschelsregion, Salzburg und auch beispielsweise Landeskammerräte der Landwirtschaftskammer, weil bei uns ist der Biolandbau im Vordergrund stehend. Also wie kann diese Aktivitäten wirklich nur mehr an Qualität und an Dynamik gewinnen? Also das ist eigentlich der entscheidende Punkt und zwar durchaus in dem Sinn, wie du auch erwähnt hast, Jean-Marie, bei den neuen Themen. Die neuen Themen sind natürlich für uns also da ganz klar, wie könnte das Land oder wie könnten Gemeinden oder Zivilgesellschaft auch hier dann noch aktiver werden in der Klimapolitik. Ja? Und der Punkt ist einfach der, dass da die SDGs keine Anknüpfungspunkte sind und die Leute hier fragen sich natürlich, ja was denn sonst oder warum denn nicht dort? Ja, dort wird Autobahn gebaut mit Fonds du Millennium. Also was soll ich damit anfangen mit dieser Politik? Ja? Und hier wiederum, glaube ich, die Herausforderung die, und wir werden das, glaube ich, in der nächsten Zeit dann sehen, wer da drauf einsteigen will, dass man also wirklich neue Strategien der Nord-Süd-Kooperation am Beispiel der Regionalkooperation eben versucht. Ja? Durchaus auch wieder, weil es sehr erfolgreich war, die Delegationen. Ne? Das ist es war damals Neureiter, Burtscher und Strebel waren dort mit mir. Und das hat anscheinend eine Dynamik bis heute. Und das möchte man auch beleben. Man möchte das aber nicht jetzt in dem Sinne als Verpflichtung sehen, die politische Gesellschaft, sondern als Chance für all diejenigen, die sagen, die Globalisierung bringt genau diese Herausforderungen heute mit. Vielleicht einen neuen Art Kommunitarismus oder so irgendetwas. Und da möchten wir uns einbringen. Kurze Nachfrage, ihr habt ja so Einsätze junger Menschen. Wir haben laufende Einsätze junger Menschen. Wir sind zwei Absolventinnen oder sagen wir mal jetzt Maturantinnen, Absolventinnen der HBLA Ursprung, die wir als nächstes da einsetzen werden. Wir haben Fachkräfteeinsätze, also etwa auch Absolventinnen des Joanneums. Wir haben einen Elektromeister, der Experte ist in Solarenergie, derzeit in El Salvador, in San Vicente im Einsatz. Wir haben einen HTL-Absolventen aus Villach im Einsatz für die Wasserwirtschaft. Genau das, und das ist auch für uns die Informationsinitiative, also eher zu dynamisieren und nicht zu sagen, also wir wollen einen hochgradigen Bekanntheitsgrund haben, sondern wir wollen die Leute dort abholen, wo sie sagen, ich will etwas beitragen, nicht jetzt helfen, sondern ich will mich in Wirksamkeit, Solidarität, Aktivitäten da irgendwo involvieren. Und ein letztes, weil du sagst Wirtschaft. Ich meine, also das ist auch eine Sache, die wir fördern wollen, absolut. Ich meine, ich hätte da jetzt die Cashews mitnehmen können, aus El Salvador beispielsweise, die wir auch hier vertreiben. Und wir könnten sehr, sehr viel mehr vertreiben. Ich habe die Anfrage nach 2-3 Container von denjenigen, der für Hofer und für Rewe einkauft. 600 Tonnen Cashews aus Vietnam und Brasilien. Und der hat gesagt, du, deine Cashews sind besser, schick mir die 2-3 Container. Geht nicht, wird nicht produziert. Oder zum Beispiel, ja, der Zotter, den wir alle kennen. Ja. Ich war selber beim Sepp und habe ihm gesagt, schau mal, wäre es so, dass du parallel zu Nicaragua, wo ja diese Connections hat, da einsteigen könntest, El Salvador, die Cashews. Er hat gesagt, kannst deine Cashews sind besser als die ich kenne, kannst du mir 2-3 Tonnen im Jahr liefern. Und das scheitert nur deshalb, weil Intersol natürlich nicht zertifiziert ist. Wir sind ja hier also einen Stock tiefer und wir haben keine Zertifizierung. Und ich finde es schon sehr wichtig, diese Kooperationsgeschichte, die jetzt da ist, nur in den 90er Jahren da mal dabei gewesen. Wir haben jetzt keinen Bedarf. Aber auch zum Beispiel
dieses Biozentrum, das da in Seeheim entsteht, beim Rosenstatter. Der Robert wird uns die Möglichkeit bieten, wahrscheinlich dort etwas zu lagern, und der macht dann Abwicklungen vielleicht sogar für meinen ehemaligen Arbeitgeber, der mich hinausgeschmissen hat, der hat auch Interesse. Also das streben wir schon an. Es gibt Exportaktivitäten dorthin von der Kona, Solartrocknung. Es geht ja nicht nur um österreichische Betriebe, es geht um den Keller zum Beispiel, der Solarpumpen anbietet. Und ich lege Wert darauf, dass die Module ja nicht aus China stammen, sondern aus Freiberg in Deutschland und so weiter. Also diese Aktivitäten gibt es, und die wollen wir noch ausdehnen. Und warum funktionieren die? Ganz einfach, weil die Leute auch nicht nur das verkaufen wollen, sondern auch einen Hintergrund haben. Also ein Georg Hubner, Kona-Prokurist, sieht man das. Also das ist auch an dich die Frage. Ja. Gewinnen der jungen Generation neue Themen, Wirtschaftsbeziehungen? Also das mit dem Alter macht uns keine Sorgen, das ist relativ gut durchmischt und hat bis jetzt auch immer so eine Übergabe gehabt. Genau, also das hat auch in den letzten 10, 20 Jahren hat immer wieder Übergabephasen und Verjüngungsphasen, sowohl bei den aktiven Vorstandsmitgliedern als bei denen, die operativ mehr gemacht haben. Das macht mir keine Sorgen. Aber was wir heuer im Sommer wieder versuchen, ist dieses politische Element ein bisschen mehr hineinzudrängen und zu stärken. Und einfach dadurch, dass drei Vorstandsmitglieder, drei Gemeinderätinnen und der Bürgermeister von Bergheim, dass wir eine kleine Delegation haben und aus drei verschiedenen Parteien, also Grüne, SPÖ und ÖVP, und sozusagen dann die Repräsentanten in Singida, Bürgermeisterin, Regional Commissioner, und dann auch die Partner, mit denen wir strategisch dann zusammenarbeiten auf der inhaltlichen Seite, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Und dass man dieses Element wieder stärkt, das ist ein schwieriges Element, finde ich. Man war ja in der Vergangenheit auch nicht immer ganz glücklich mit den politischen Vertretern in Singida. Das ist ja auch alles nicht so einfach. Und dort wechseln zum Teil auch die Leute oft. Das sind so oft auch Durchgangsposten. Wenn es was Besseres gibt, sind sie in eine attraktivere Region, Singidas, Tansanias. Also dieses Element möchten wir auf jeden Fall stärken und dann vielleicht auch diese Rückkoppelung, die dann möglich ist, wenn dann nächstes Jahr zum Beispiel die Projektverantwortlichen, die beiden von unserer Partner-NGO nach Österreich kommen und dann das auch versuchen, mit ihnen da mehr Öffentlichkeitsarbeit und auch mehr mit den politischen Vertretern im Gemeinderat, im Landtag. Das ist so ein Versuch. Das mit den Wirtschaftspartnerschaften und so weiter, das existiert bei uns seit langem, aber rein auf dieser Förderungsschiene. Das heißt, wir haben mit dem Bankhaus Spengler eine Zusammenarbeit seit, glaube ich, 12 Jahren, die jedes Jahr uns mit 15.000 Euro für das Straßenkinderheim unterstützen und solche. Diese Partnerschaften gibt es, aber nicht sozusagen, wo wir ein, also uns, ich kann mich noch gut erinnern, jemand wollte einmal Solarpanelen in Singida verkaufen, ein Hofer Bastler, und hat uns kontaktiert und so weiter. Und wir haben solche Gespräche auch geführt, aber es war dann auch für uns nicht sinnvoll. Aber das sind völlige Ausnahmen. Ich glaube, das kann auch nicht unsere Rolle sein. Zu Leon gibt es das mit Tourismus, da gibt es Kooperationen. Also, und habt ihr auch junge Leute, die sagen, ja, da möchte man was machen? Wir haben, die Arbeit ist so strukturiert, dass es in Salzburg einen Verein gibt und in Leon. Der Leoner Verein hat zwar von den Absolventen, ist ähnlich, altersmäßig, ein bisschen überwurzelt, aber durch diese Stipendiatinnen, haben es dort zwar im Vorstand drinnen, die Jungs sind außerdem so ähnlich wie der Hans das erzählt hat mit der Entsendung von jungen Leuten. Jetzt fahren bei uns auch zwei rüber, die werden im Kindergarten arbeiten für 3 Monate und kriegen von der Städtepartnerschaft Unterstützung und so weiter. Im Verein, wie gesagt, habe ich das aufgehört, als bin gegen meinen Widerstand zum Ehrenobmann. Das ist dann sozusagen das Letzte vom Grab gewählt worden. Aber
ich mische mich überhaupt nicht ein, ich mache nur noch erstens diese Evaluierung. Zweitens mache ich die Salzburger Pensionistenjugend. Das sind Leute, die halt im Verein Altburn sind, Freund und so. Und wir machen einmal in der Woche einen Ausflug oder eine Radeltour oder eine Bergwanderung oder sowas. Und ich war Lehrer und kann mein Lehrergehen auch noch ein bisschen pflegen, indem ich einen Spanischkurs anbiete. Eigentlich jetzt, wenn es zwei wären, einen Konversationskurs und einen Anfängerkurs wieder. Das sozusagen zu den Aktivitäten. Aber falls bedanke ich mich mal beim Jean-Marie und auch bei euch, dass ihr dabei wart. So einen Applaus, würde ich sagen. Danke. Nochmals zur Frage, sozusagen, es gibt im Land Salzburg mehrere Vereine, Initiativen, die sich mit entwicklungspolitischer Bildungsarbeit beschäftigen. Intersol ist eine, Südwind, Afroasiatisches Institut. Es gibt, da sind wir stolz, eigentlich die Firma EZA in Lengfelden, die sozusagen ein Importunternehmen ist. Köstendorf, ja. Und es gibt an die 50, 60 eigentlich Gruppen, die so in der Nord-Süd zusammen, aber in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind. Sind manche schon sehr lange tätig, sind so historisch gewachsen, manche entstehen neu. Und ihr findet die ganzen Initiativen auf dieser Homepage salzburggofair.com. Da kann man dann nachschauen. Und viele dieser Organisationen bekommen auch vom Land Salzburg, also von der Stadt Salzburg Unterstützung. Aber alle Initiativen sammeln auch sozusagen Spenden, machen Aktivitäten, um sozusagen vor allem die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sind, hier sozusagen unterstützend tätig zu werden. Gut, dann nochmal herzlichen Dank fürs Dasein und einen schönen Abend.